Die waren so unglücklich und die brauchen ja auch ein bisschen Spielzeit. Ist ja natürlich klar. So, jetzt aber wirklich gegen RB Leipzig, das Spiel wird komplett selbst gespielt. 4 Minuten bewölkt am Hamburger Volksparkstadion gegen einen Top-Gegner mit RB Leipzig. Entschuldigung für den Husten. Und dann bin ich mal gespannt, wie ich hier reinstarte in diese Session. So, die Aufwärmphase mit Alexis Vega. Michael Husky, was? Was sagt der Standardsprecher? Michael Kaski? Husky? Keine Ahnung. Vielleicht sucht er sein Husky, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf geht's. 20. Spieltag am Hamburger Volksparkstadion gegen RB Leipzig. Wir springen rein. Komm mal ran da, Kollege. Let's go. Ja, erstmal zurück auf Ibusic, weil man es kann. Ich habe eigentlich nur den Knopf kurz angetippt, aber naja. So, mal gucken. Erstmal wieder reinkommen hier. Um gerade gegen so einen Top-Gegner reinzukommen, das wird ja gleich mal eine Herausforderung. Schade, kommt nicht gut auf Vega durch. Ah, nee. In Real Life ist er jetzt, glaube ich, sogar neben Noah. Wow, faul. Vorteil, okay. Oh nein! Ja. Ibusic schlecht pariert. 1-0 RB Leipzig. Schade. Ich wollte gerade sagen, in Real Life ist er jetzt, glaube ich, Montero auf Leihbasis ja auch zum HSV gewechselt. Der soll ja jetzt in Real Life den Vuskovic ein bisschen ablösen nach dem Dopingvorfall. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das hier machen soll, aber mal gucken. Weil Vuskovic sich hier top entwickelt. Aber mal schauen. Schön gemacht auf Laszlo. Banish setzt sich durch. Skyvini hat noch gelb bekommen da oben, okay. Oh, Banish dreht sich mal rum hier. Ja, boah, jetzt zeigt er mal. Oh, schon, okay. Doch nicht so wie Solo-Aktion machen. Lieber hier konzentrieren. Bayer sehr weit vorne, mutig. Jetzt aufpassen. Scalvini, pass auch auf. Bayer ist da. Oh Gott, was machst du denn, Bayer? Boah, gut gehalten von Ibusic. Den habe ich schon von Timo Werner drin gesehen. Oh, oh. Alter Schwede, so. Kopf ihn raus, aber Ibusic ist da. Und das lasse ich mal als Freistoß hier pfeifen. Donnie mal wechseln nach Leicester City. Von Dortmund nach Leicester, alles klar. Dann viel Spaß in der Premier League. Ich konzentriere mich mit dem HSV hier weiter. Schön in der Bundesliga. Und das war jetzt super gemacht. Laszlo Benne schießt leider vorbei. Und Kloppo kann es nicht fassen. Wie aktuell in Real Life mit Liverpool, wo sie ja gegen Brighton, glaube ich, 3-0 verloren haben. Er kann es nicht glauben. Vega spielt auf Demirovic, der ist durch. Junge, der ist durch. Was macht er da? Okay. Oh. Dompe war es, glaube ich. Der sollte eigentlich auf Demirovic meffern, hat die Pille, schön. Na, schade. Der sollte eigentlich da vor Demirovic oder wer das war. Und ja. Boah. Schade, den kriegt Benisch nicht. Aber nach dem 1-0 haben wir uns halbwegs gefangen. Scalvini darf nicht faulen. Jetzt müssen wir aufpassen. Die Busic hält den. Aber ich habe Pfiff gehört. Es gibt Gelb für Vuskovic. Und es gibt auch Elfmeter. Oh Mann, ey. Ich wollte gerade sagen Fernandes, aber nein, das ist der Ibusic. Nix da, nix gehalten. Nkunku macht das 2-0. Ja, hier sehen wir es nochmal. Ja, ich bewege mich zu früh. Ja, er macht die ganze Ruhe und frech in der Mitte, ja. Das macht Leipzig jetzt super. Ja, schwerer Gegner. 10 Tore, 20 Spiele.
Ja, der Nkunku geht auch hier ordentlich ab. So, Vegas durch. Boah, ja. War so geplant. Nein, Demirovic. Oh. Nee. Aufpassen. Nicht riskieren. Ivusic. Nee, Doppel soll nicht runter. Aber ich werde trotzdem schon tatsächlich früh wechseln. Und zwar werde ich, auch wenn es ein Downgrade ist, ich werde aber Haier jetzt bringen. Für Scalvini. Vuskovic geht rüber, dass die Seite zumindest mit dem defensiven Safe ist. Weil Scalvini kann ich nicht riskieren, dass er jetzt noch mit Gelb-Rot runtergeht. Bei Vuskovic ist es halt wieder was anderes. Aber Scalvini brauche ich, das ist ganz wichtiger. Und wenn er gesperrt fehlt, ist mir das schon bitter hier. So, 3-0 mit dem Traubtor von Leipzig. Also die nehmen uns auseinander hier, das ist krass. Von Amadou Haidara mit dem Traubschuss hier. Das ist schon uff. Ich glaube, einmal hatten wir sie ja bezwungen gehabt, aber jetzt nimmt uns ja richtig auseinander. Schön, Jordan Bayer. Auf Vega, der ist durch. Nee. Wir können nur hoffen, dass die zweite Halbzeit besser wird. Das war jetzt mal schön von Vuskovic. Vega nicht gut. Ah, Haya, komm, du kannst wenigstens noch grätschen hier, oder auch nicht, weil du nicht hier... Oh, die Mitte ist komplett frei. Ivusic rettet uns vor dem 4-0. Vuskovic geht jetzt hier mit raus. Der geht vorbei. Halbzeit. Ganz schlechte erste Halbzeit von uns. Ganz, ganz schlechte erste Hälfte. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir gleich in der zweiten Hälfte nochmal reagieren. Das ist unglaublich. Warte erstmal den Anstoß ab. So, da werde ich mal einstellen. Den nächsten Wechsel. Ich bringe Kleindienst tatsächlich für Demirovic. Dann bringe ich ein Ransford Jeboa Königsdörfer tatsächlich für Vega. Und ich bringe Michel für Benisch. Auch wenn Benisch gut war, aber Benisch ist nicht mehr so ganz fit. Dann haben wir, glaube ich, danach nur einen Wechsel. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und Kleindienst kann ja auch Tore schießen. Wer weiß, vielleicht ist er der Joker. Schön auf Benisch. Boah, wenn Benisch den jetzt gemacht hätte, hätte ich den Wechsel von ihm nochmal korrigiert, ne? Dann wäre er drauf geblieben. Aber naja, hätte Fahrradkette. Ha, ja, schön. Junge. Das war schlecht von Vega. Boah, ha, ja. Der zeigt mal, warum er hier sich wieder reinkämpft. Ich bin begeistert. Nein, der kommt nicht gut auf Demirovic. Oh. Ja, der ist auch drin. Ja. 4-0 Leipzig. Timo Werner. Hat er weiße Haare bekommen oder? Das sieht ein bisschen aus, als wäre das schon der Opa von Timo. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber es sieht vom Spiel jetzt gerade so aus. Oh Mann. So, Doppel. Oh nee. Uheim, lauf. Uheim. Erstmal weg. Ist egal. Ist jetzt egal. Ist halt die Ecke, aber egal. Schanadolo. Michel bleibt vorne, Haidara. Oh, schade, Michel. Wow, Ivusic. Ivusic zeigt, warum er die Nummer 1 ist, aber natürlich kann er auch nicht jeden parieren. Das ist natürlich klar wie Klosenbrühe. Raus da. Schön. Und jetzt lauf. Da unten. Dompe. Nein! Da legt er den sich weit vor, das kann doch nicht wahr sein. So, aufpassen. Nein, das ist zu einfach, ja.
Ah, ist das zu einfach. 5-0. Das ist gut. Timo Werner, glaube ich, so ein Dreierpack. Oder? Nee, Doppelpack. Das ist bitter. Am ersten Spiel der heutigen Session gleich so eine Klatsche zu kassieren, das ist bitter. Das war jetzt mal schön von Dom P. Dreh dich, Junge. Dreh dich gegen drei Leipziger. Super machst du das. Super. Jean-Luc. Oder auch nicht. Kleindienst. Michel. Auch nicht. Wir kommen nicht durch. Es will nicht sein. Nicht gegen Leipzig. Ich denke mal, das ist bestimmt noch die Revanche nach dem Sieg davon. Letztes Mal, wo Leipzig gezwungen hat. Boah, das ist zu einfach. Aber Ibuse schält den. Das ist ein ganz, ganz bitterer Start in das erste Spiel der Session. Wir kommen nicht richtig nach vorne durch. Das war jetzt schön von Michel, der den auf Königsdörfer spielt. Komm, sprinte los, Königsdörfer. Königsdörfer. Kriegen wir noch einen Herztreffer. Der legt den quer auf Kleindienst, macht immerhin den Anschlusstreffer. Beziehungsweise nicht den Anschluss, sondern den Herztreffer. 1-5. Also man kann gegen die Tore schießen. Nur die standen in der ersten Hälfte und man auch am Anfang der zweiten Hälfte so krass gut. Also da kamst du wirklich kaum durch. Also wenn das jetzt die Aufholjagd wird in der kurzen Zeit, das wäre ja eine Premiere. Ich habe zwar mal 4-0 aufgeholt, ja, aber 5-0 gab es dann auch noch nicht. Aber ich komme hier schon wieder easy durch. Ibušić, den kriegen wir nicht mehr, geht wieder Ecke für Leipzig, macht weiter, Druck. Ah. Zustellen, das ist nicht gut zugestellt, Ibušić, schön. Und zum Abschluss zu holen für Reis. Und San Maxima kommt für Şanalulu bei Leipzig. Wohnen bei uns für Reis. Das war ein schöner Fehlpass von Leipzig. So, komm, lauf, Junge. Ja, nein, oh. Das war super. Der Pass kam glücklich. Ah, da kommt glücklich auf Muheim. Wir haben verdammt viele Pässe, die glücklich sind, das muss man auch mal sagen. Boah, schön zu holen. Dompe. Ah, oh nee. Die Frage ist ja, wie gehen wir in der nächsten Transferphase wahrscheinlich um? Da müssen wir auch mal gucken, wie wir das machen. So, Michel, probiert es einfach mal, aber nein. Das wird safe die Niederlage. Saber Schlager habe ich eben noch gehört, okay. Aber egal, wir verlieren mit 5-1. Das ist gut. Aber okay. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das schon so ein bisschen befürchtet. Gegen einen starken Gegner wie RB Leipzig. Aber naja, da war der Sieg letztens wirklich, ich sag mal, nur Glück. Schalke gewinnt gegen Bielefeld und das Berliner Stadtderby findet noch statt. Ja, Leipzig nimmt uns auseinander und bauen ihren Abstand damit auf. Das ist bitter. Und jetzt geht's gegen Bayern. Das ist nicht gerade besser. Wir können mal kurz auf die Tabelle schauen. Und zwar, Bayern ist weiterhin Erster. Jetzt können wir Bayern immerhin noch so ein bisschen den Tag vermiesen, damit Leipzig rankommt. Die werden ja wohl gegen Mainz gewinnen, denke ich mal. Wir können mal gucken, wer ist denn unten? Bielefeld, Schalke, Union. Und das, obwohl Union so stark gespielt hat letztens, wo wir, glaube ich, nur knapp gewonnen hatten. Und Schalke mit dem Sieg konnte sich mal vom letzten Tabellenplatz befreien. Okay. So, dann machen wir mal weiter. Gegen die Münchner, das wird auch nochmal so ein harter Brocken. Da hatten wir ja, glaube ich, das Hinspiel verloren gehabt. Mal gucken, bei Leipzig hatten wir ein Hinspiel gewonnen, jetzt verloren in der Rückrunde. Vielleicht ist es ja genau andersrum jetzt, dass wir gegen die Bayern gewinnen. Aber wer weiß, ich kann mich auch täuschen. Machen weiter. Danach kommt Hoffenheim. Ich glaube, die stehen auch ganz oben. Ich überspringe die PK.